Es ist ein Sterben für die Schönheit. Tausendfach sterben diese Tiere für die Wissenschaft, auch für Botox. Dagegen kämpft der Verein Ärzte gegen Tierversuche heute in Kassel. Mit dabei auch Jürgen Fichtel. 20 Jahre war er in der Pharmaindustrie tätig, gab Versuche in Auftrag. Er sagt heute, das Leiden der Tiere völlig unnötig. Sehr viele Arzneimittel wirken bei Tieren völlig anders als bei Menschen, sodass man keinerlei Übertragung machen kann. Alle diese Übertragungen, die man macht, sind Krücken, die nichts taugen, die uns in falsche Sicherheit wiegen, teilweise sogar gefährlich sind. Dennoch wird weiter an Tieren experimentiert. Auch beim Frankfurter Pharmakonzern Merz. Hier sterben nach Angaben von Tierschützern jährlich 90.000 Tiere im Labor. Das Problem, seit 2009 dürfen Kosmetikprodukte zwar nicht mehr an Tieren getestet werden, doch da Botox auch für medizinische Zwecke eingesetzt wird, fällt es in eine rechtliche Grauzone. So argumentiert auch Merz. Experimente an Tieren werden nur dann durchgeführt, wenn sie einen wichtigen Nutzen für die Gesundheit versprechen und es keine wissenschaftliche Alternative zum Tierversuch gibt. Jeder Tierversuch wird bei Merz sorgfältig und gewissenhaft so konzipiert, dass er mit der geringstmöglichen Zahl an Tieren trotzdem alle nötigen Informationen liefert. Heißt, für den Botox-Wirkstoff darf weiter getötet werden. Dabei kann er auch helfen. So wie bei Dagmar Weigelt-Mentel. Seit Jahren leidet sie an schmerzhaften Migräneattacken. Sofort hinlegen, Licht aus, Tür zu, Ruhe, nichts hören, nichts sehen, Übelkeit, Erbrechen. Das Medikament macht ihr das Leben mit der Krankheit erträglich. Die Patienten, die zu uns kommen wegen chronischer Migräne, die haben ja an 15 bis 20 Tagen wirklich schwere Kopfschmerzen, sind deswegen auch berufsunfähig oder sind sozial zurückgezogen, können nicht mehr ins Kino gehen mit ihren Freunden. Und durch diese Botox-Behandlung haben wir häufig dann deutlich weniger Attacken, das heißt plötzlich nur noch 5 Tage im Monat und leichter zu behandelnde Attacken. Doch müssen dafür wirklich Tiere sterben? Nein, sagt Jürgen Fichtel. Heute können menschliche Zellen für Tests reproduziert werden. Wir sind jetzt technisch so weit, dass wir ganze Mini-Organsysteme auf Chips bringen können und die Messungen automatisieren können. Einige Unternehmen setzen mittlerweile genau auf diese Methoden, doch bislang nicht genügend. Deshalb geht der Kampf der Ärzte gegen Tierversuche weiter, gegen das Leid und das Sterben der Tiere.